Welcher Dumpfmeister stellt denn Ihre Musik aus? Ulf, mach die Musik sofort wieder an. Ich kann ohne Musik nicht arbeiten. Ihr wisst ja gar nicht, wie sensibel ich bin. Die bleibt aus. Was will denn der Gorilla da? Das tut mir leid, Sir, dass das so ausgeartet ist. Das habe ich auch nicht gedacht. Warum entschuldigst du dich bei ihm? Du, mit deinem trivialen Naturtrieb, du hast überhaupt keinen Durchblick mehr. Dieser Mensch, was sage ich, dieser Fleischberg da, hatte einen Knall. Dem gehörte hier gar nichts. Du hast ja selbst gesagt, dass er nur der Knecht ist. Halt endlich die Klappe, du Vollarsch! Sir, Knecht habe ich nicht gesagt. So, jetzt geh aus, du kämpfst nicht zu. Nicht hier aus, komm. Du Volldepp, du Fetter, hol sofort die Dinger zurück. Das sind Kunstwerke, das verstehen Sie nicht. Das ist für Sie ein Fremdwort. Bansai, Bansai. Rühren Sie mich nicht an. Das verbitte ich mir. Linglein, das verbitte ich mir. Kennen Sie mich? Haben Sie meine letzte Ausstellung gesehen? Ungeheuerlich. Was soll denn das? Gräfin, Hilfe! Hilfe! Was soll denn das? Oh, hört sich doch auf, Gräfin! Hilfe! Ulf! So. Und jetzt kannst du selber fotografieren. Bloß, dass gegen dir jede Kuh ein Kunstwerk ist. Ob angemalt oder nicht. Gräfin, könnten Sie mich bitte auch fotografieren? Dieser Sachverhalt ist in der Tat eines der stärksten autobiografischen Momente meines Lebens. Hör mal, Freddy, irgendwie bist du so blöd, dass man dir schon gar nicht mehr böse sein kann.